Moin, ich heiße Amy Schumacher und ich komme aus Flensburg. Meine Mutter kommt aus Lettland und mein Vater kommt aus Tadschikistan. Ich engagiere mich bei der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland und bei der Kinderhilfe Ukraine in Basinghausen. Ich bin schon seit meiner Kindheit bei den Vereinen tätig gewesen. Also ich habe an Veranstaltungen teilgenommen, sowohl für die Kinderhilfe Ukraine als auch für die Landsmannschaft der Deutschen aus Russland. Und richtig aktiv bin ich seit 2016. Ich bin in diesen Vereinen tätig, weil meine Verwandtschaft sich auch beteiligt bei dem Vereinsgeschehen. Und ja, es kam für mich nichts anderes in Frage. Ich mache das auch gerne. Es ist einfach so, dass ich schon gerne was für Leute mache, damit es ihnen besser geht. Und ja, vor dem Hintergrund, dass man 2006 dann auch einmal da war, dann hat man auch schon gemerkt, wie gut es einem selber eigentlich geht. Und dann macht man es noch lieber. Für mich persönlich spielt mein Spätaussiedler-Hintergrund keine wirkliche Rolle. Ich bin schon angekommen. Ich identifiziere mich auch als Deutsch. Und ja, das stand für mich eigentlich nie wirklich in Frage. Ich wünsche mir für die Zukunft, für den Verein gesprochen, dass wir vielleicht mehr junge Leute akquirieren können. Der Verein wird mit der Zeit auch immer älter und es kommen immer weniger junge Leute nach. Von daher wäre es schon sehr schön, wenn sowohl die LMDR als auch die Kinderhilfe Nachwuchs bekommen. Mein Tipp für Spätaussiedler: Lernt so schnell wie möglich die Sprache. Dann habt ihr keine Sprachbarriere mehr und könnt Leuten besser begegnen. Это все. Спасибо большое. До свидания.